Wie so viele Naturwissenschaftler bei CSL in der Forschung und Entwicklung habe ich meine Karriere an zwei verschiedenen Standorten bisher gehabt. Ich hatte die Möglichkeit, in Australien zu promovieren und bin danach zur Zulassungsabteilung gewechselt in Parkville in Melbourne. Und in 2012 gab es für mich die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen mit meiner Familie, was wir natürlich sehr aufregend fanden, und habe dann im Projektmanagement Fuß gefasst, was für mich eine neue Herausforderung war. Als globale Projektleiterin betreue ich Projekte von der Ideenfindung über die initiale Planung, die klinische Prüfung des Medikamentes bis zur Zulassung im Markt. Der Forschungs- und Entwicklungsbereich ist sehr komplex. Grob kann man von drei großen Aufgabenbereichen sprechen. Unser erster klassischer Aufgabenbereich umfasst die Entwicklung neuer Wirkstoffe für bestehende Krankheitsbilder. Das zweite Arbeitsgebiet ist der Einsatz bestehender Produkte in anderen Erkrankungen. Unser drittes Aufgabengebiet ist die Unterstützung der Produktion. Es ist wichtig für uns, Prozesse effizient zu gestalten, sodass unsere Patienten immer optimal versorgt sind. Wir stehen im ständigen Austausch mit unseren Patienten. Wir wissen, was sie bewegt, und wir haben den Anspruch, unsere Produkte zu optimieren und den größten Nutzen für unsere Patienten herauszuholen. Das Besondere am Standort Marburg im Kontext unserer Forschung und Entwicklung ist die große Bandbreite der Fachfunktionen, die wir unter einem Dach haben. Das bietet nicht nur Vorteile für den Patienten, der schneller ein neues Medikament bekommen kann, sondern ist auch interessant für die Mitarbeiter, die sich über verschiedene Fachbereiche hinweg entwickeln können. Meine Kollegen und ich finden es sehr spannend, dass CSL Behring sich vom Plasma-Unternehmen weiterentwickelt hat zum Biotechnologieunternehmen. Und wir sind jetzt in ganz neuen Therapiefeldern unterwegs, wie zum Beispiel den rekombinanten Produkten. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Familienfreundlich ist nicht nur eine Worthülse, sondern wird auch gelebt. Für mich als Working Mom ist es sehr wichtig zu wissen, dass ich meine Arbeit und meine Familie gut unter einen Hut bekomme. Ich liebe meine Arbeit, weil ich weiß, am Ende des Tages sind wir wieder einen Schritt näher dran. Ich muss nicht nochmal hin. Also Nachrichtensprecher könnte ich auch nicht werden.